Stört dich wohl nicht, wa? Jovita, hungrig. Hungrig bedeutet... Boah, erschreck mich doch nicht so, Opa. Versprochen. Oh, ein Safe. Was war das jetzt? Charles, ach, tut mir leid, Junge. Ja. Agnes? Wo haben wir jetzt bitte schön... Verstehe ich nicht. Aber warte mal, hier für den Safe muss doch irgendwo eine Kombination rumliegen, oder? Na, ich glaube nicht, dass das so nah da dran ist. Dort auch nicht. Nein. Warum sind hier Socken in der Schublade? Nein. Muss das wirklich im Büro sein? Ich bin mir jetzt nicht so... Hier ist auch nichts. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich will... Die habe ich für meinen Papa gemalt. Und bei Daddy fehlen die Hörner. Wie soll ich das noch retten? Die Umfrageergebnisse sehen furchtbar aus. Naja, komm, halt den Rand. Ja, das Zimmerchen gehört auch noch dazu, oder? Warte mal kurz, wenn wir mal hier drauf drücken. Nein, da kommen wir nicht dran. Können wir denn irgendwas mit der Telekinese kaputt machen hier drinne? Okay, gerade können wir gar nichts machen. Weil hier wieder irgendwo ein verkacktes Kreuz rumhängt. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ach, halt die Klappe. Oh. Wo ist das Kreuz? Hier drinne vielleicht. Nein, aber hier ist eine Ankleide. Warte mal, in den Klamotten könnte doch gegebenenfalls was drinne sein. Nein. Boah, das Kreuz, das nervt ja irgendwie, ne? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das Bubbern hier immer stärker wird. Da ist eins. Der Junge, Finger weg von Drogen. Sag ich auch immer. War das das Kreuz, was hier drinnen genervt hat? Jawohl. Zeit für dich. Wir machen morgen etwas Lustiges. Versprochen. Echt? Hör auf zu spielen, Lusches. Okay. Traurige Kinder, das Kind darf noch nicht mal spielen. Ja, andere Frage, wie geht's hier weiter mit Agnes? Also, sie hat Hunger. Das ist die Gemeinste. Sie sollte leiden. Leiden bedeutet... Ohrringe. Ohrringe und sie sollte leiden. Wo sind wir denn hier gelandet? Hier ist eine Bibliothek. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall an einem Ort des Hauses. Ach, hier sind wir. Okay, warte mal. Sie sollte leiden. Was haben wir denn hier? Eine Zeitung, wo nichts drin steht, ein Buch. Ja, die Bücher können wir scheinbar auch nur rumschleppen. Ich weiß nicht, ob wir damit vielleicht irgendwas, ein Pentagramm auf den Boden legen können oder so. Ach, guck mal, die Kugel liegt immer noch hier rum. Okay, lass du doch einfach fallen, demotiviertes Kind. Leiden lassen. Hirschköppe, okay. Wo ist eigentlich der Typ hier? Warum frage ich überhaupt? Agnes sagte, ich soll die verdammten Rachen vor Erntedank loswerden. Ich würde gern sehen, wie sie ihren fetten Arsch bewegt und es versucht. Ratten. Leiden lassen. Essen.
Mir kommt da gerade eine Idee. Rattengift. Ich kann das jetzt nicht nehmen, da sonst... da sie sonst wissen werden, dass ich es war. Ich muss wieder herkommen, wenn alle schlafen. Du schubst einfach immer die Leute rum. Jovita sagte, sie muss ihr alle 5 Minuten neues Essen bringen. Die Gnädigste ist wirklich ein Fettberg. Alle 5 Minuten neues Essen, Rattengift, das hört sich doch schon mal gut Sei an. Ein und guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein, ja? Alter, das Regal ist 2 Meter von dir. Wie wär's, wenn du dich selbst bewegst? Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein, ja? Aber welcher davon ist der 33er? Ich habe irgendwie das Gefühl, es bringt nichts. Ist hier irgendeine Flasche, die anders aussieht? Nee. Hä? Hier ist noch Josef. Oben komme ich nicht dran, ne? Champagner? Sie schubst einfach immer die Leute rum. Jovita sagte, sie muss ihr alle 5 Minuten neues Essen bringen. Ja, ja. Auf zu heulen. Ist wirklich ein Fettberg. Steht hier irgendwo 33er? Hä? Das sieht eher aus wie Olivenöl. Ketchup? Hier, wie wär's mit einer Pulle? Und hol mir eine Flasche 33er Wein, ja? Ketchup will er auch nicht. Ein Wein auf jeden Fall. Warte mal, das hier könnte doch Wein sein. Meine Güte. Keine Banne. Ich mache das gleich sauber. Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich glaube, die anderen Flaschen hier sind es auch nicht. Warum steht das dann nicht dabei? Hä? Was sagt denn die Karte? Wo sind wir? Da sind wir. Ja, schön. Garage. Ja, dann gehen wir doch mal in die Garage. Was haben wir hier? Ach, hier ist die Bibliothek, wo wir eben schon waren. Hier ist dieser Korridor wieder. Ich finde, den Raum finde ich richtig schön hier mit den Schiffen überall und also diesen Modellschiffen. Boah, das Haus ist auch so riesig, ne? Was ist das für eine Frau, die da eingezeichnet ist? Ach, hier, die Oma. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Weißt du, dein Onkel ist etwas Besonderes. Hallo, Liebling. Hallo, Schatzi. Weißt du, wo es hier 33er Wein gibt? Oh, auf dem Arschsbänken, hä? Hallo, Liebling. Oh. Finger weg, ich bin verheiratet. So. Ich hatte diesen Traum, in dem ich lebendig verbrannt wurde. Hübsches Auto. Weißt du, was mich entspannt, wenn ich Stress habe? Jazz. Was? Jazz. Magst du Jazz? Ich bin wirklich kein Jazzfan. Na, dann hast du nichts Gutes gehört. Ich habe eine Kassette von meiner Band, die du dir anhören solltest. Natürlich. Die das lassen einen Farbigen in der Werkstatt arbeiten. Klischee. Oh, vielleicht gibt's hier was Interessantes. Das sieht nach dem Keller aus. Aber warte. Warte mal kurz. Wenn das hier der Keller sein soll. Haben wir hier irgendwo eine Fundsachenkiste? Hier fehlt die Sicherung. Hier haben ein Schlüssel, den man nehmen könnte. Ist. Den lassen wir mal kurz verschwinden. Wein wird doch im Keller gelagert, ne? Das heißt nicht umsonst Weinkeller, oder? Aber wo? Da geht's noch weiter runter, okay. Was haben wir denn hier Schönes? Nix. Nix, nix. Kann man nix nehmen? Aber da vorne fehlt eine Sicherung. Warum kann man hier die Sicherung nicht nehmen? Wenn das überhaupt, ja. Das ist eine Sicherung, ne? Fuses. Ach, keine Ahnung. Also hier haben wir schon mal fast Bier. Aha. Okay, dann sind wir hier schon mal auf dem richtigen Weg. Also wir haben 1860er, okay. 1950, 1910, 1940. Warum steht hier im Regal nichts dran, ne? Und da ist auch noch eine Ratte. Kann ich die Ratte vielleicht zum Platzen bringen?
Das interessiert mich jetzt immer. Komm raus, Ratte. Mit der Telekinese müsste das ja gehen, oder? Nee, natürlich nicht. Okay, was haben wir hier? 1930, abgefallenes Schild. Also muss das hier irgendwo sein. Ja, es gibt nur eine Flasche, die anders aussieht. Das ist die hier. Dann denke ich doch einfach mal, dass es die ist. Was passiert eigentlich, wenn wir die fallen lassen? Respawnt die dann? Das würde ich ja gerne gerade mal testen. Ne? Aber irgendwie ist mir das doch ein bisschen zu... Naja. Ach, die platzt nicht, okay. Hm. Eine Stahlflasche. So, wo war jetzt der Typ? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Weißt so, wir kamen durch diese Tür hier. Ach genau, hier Billardraum, ne? Das muss doch hier sein, der Billardraum. Ja. Und dann ist das hier der Billardraum, genau. So. Sie schubst einfach immer die Leute rum. Jovita sagte, sie müsste ja alle... Hausarbeit erledigt. Aktueller Benehmensstatus. 75%. Das ist doch super. Ich bin ein Fettberg? Was? Warum bin ich jetzt ein Fettberg? Geh lieber saufen, Opa. Agnes. Nein. Mary? Nein. Alastair. Oder sowas. Sie schubst einfach immer die Leute. Bla, 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 bla. Ja, ja, ist gut. Wo steht denn mein aktueller Fortschritt? Naga können nicht... Agnes sagte, ich soll die verdammten Ratten vor Erntedank loswerden. Ich würde gerne... Er hat jetzt seine scheiß Flasche auf jeden Fall. Säuft er jetzt nochmal ein? Einfach immer die Leute rum. Jovita sagte, sie muss ihr alle fünf... Rattengift, ich kann... Essen, wenn alle schlafen. Okay, wenn alle schlafen, das ist... Ja, ja. Wenn alle schlafen, das bedeutet, ich muss mich nachts hier rumschleichen, wie sich das anhört. So. Also, dann gehen wir doch mal pofen. Ach, hier, wir haben ein neues Klavier. Kann ich da dran auch wieder rumschrauben? Ach so. Jo. Vielleicht habe ich ja jetzt schon mal den nächsten Mord irgendwie. Jean. Ach ne, Jean war der. Jet. Ivo muss das sein. Vielleicht kann ich jetzt ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen. Okay, da gibt es nichts Neues. Dann gehen wir jetzt einfach mal pofen. Ach, lauf ein bisschen schneller, Junge. Sauber machen, Essen holen. Am besten alles gleichzeitig. Ja, ja. Mary war die Erste, genau. Mary die Erste. Demnächst bei Ihnen im Kino. So. Aha. Schau mal eine an. Und da stehen wir mitten in der Nacht auf. So, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir jetzt das Rattengift holen und dann wieder weiterschlafen, oder was? Okay. Also, Agnes, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ich muss vorsichtig sein, dass mich niemand wach sieht, sonst bringe ich mich zurück. Sonst bringen sie mich zurück ins Bett. Okay. Das ist jetzt die Frage. Sehen wir das auf der Map? Nein. Das ist schwer, denke ich, wenn wir auch nichts auf der Map sehen, wo die sich aufhalten könnten. Die ist jetzt hinter mir, oder? Also dann doch mal ganz schnell runter. Oh, scheiße. Lucius, scheiße. Warum bist du auf? Was? Du Spielende? Wieder in dein Bett. Ja, ja, ich gehe wieder ins Bett. Ist gut, Mama. Einige Leute haben eine irgendwas, okay.
Du bist schlafen gegangen, damit du mitten in der Nacht aufwachen kannst. Ja, das wissen wir jetzt alles schon. Gibt es vielleicht... Nein, natürlich gibt es keine Route. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier wieder raus. Durch das Treppenhaus kommen wir nicht runter, aber hier vorne war doch irgendwo noch ein Treppenhaus. Warum ist sie eigentlich mitten in der Nacht noch wach, die Erna? Scheiße. Hoffentlich guckt die jetzt nicht hier rein. Aber das hier scheint gerade das einzige Versteck zu sein, das wir haben. Okay, da habe ich jetzt eine Tür gehört, die war rechts von uns. Das ist die, wo es die Treppen runter geht, denke ich. Jawohl. Warte mal kurz, dann müsste jetzt in der Theorie hier offen sein, oder? Jawohl, ist es auch. Sie scheint in der Küche zu sein. Jetzt will ich mal hoffen, dass uns nicht erwischt. Da kommen wir auch nicht durch. Sag mal. Will die mich denn verarschen? Kommen wir hier irgendwo raus? Ja, hier kommen wir raus. Super. Dann gehen wir jetzt auch mal hier lang. Da ist auch noch einer. Alter. Kommen wir hier zu? Auch zu? Jetzt ist die Frage. Hier ist eine Lampe. Können wir die ausmachen? Nee, ne? Ah, das ist die einzige Lichtquelle, wie es aussieht. Nein. Also jetzt gerade weiß ich nicht so wirklich weiter. Okay, warte mal, da guckt in diese Richtung. Doch, da war gerade was. Was zum... Sollen wir hier in das Gebüsch so ein bisschen? Okay, er haut ab. Ist da jemand? Nein. Hier ist niemand. Tschüss. Jetzt habe ich eine Tür gehört. Ach du Scheiße. Okay, schnappen wir uns jetzt das Rattengift hier und dann... Boah, Gott sei Dank, wir müssen uns jetzt nicht nochmal zurückschleichen. Das wäre jetzt, denke ich, auch eine Spur zu viel gewesen. An dem wieder vorbei und... So. Ist hier jemand? Das ist doch Mama, oder? Hallo, Mama. Sei ein guter Junge, Lucius, und sieh nach, ob Alistair Hilfe braucht. Wer ist denn Alistair? Ach, der wieder. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Bring, so weißt du, ich habe heute draußen eine Krähe gesehen. Ich habe hier vorher noch nie eine gesehen. Bring, weißt du, ich habe heute eine Krähe gesehen, natürlich. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Bring zum Beispiel den Müll. Okay, mach ich. Müll ist für gewöhnlich in der Küche, ja? Nancy will das nicht. Agnes. Mit dem Rattengift werde ich... bla 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 bla. Genau. Sauber machen, Essen holen. Am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Kopf voller Brot. Die hat jetzt gerade das Essen geholt, oder? So, bei uns ist es unter der Spüle, genau. Ja, bei mir ist es nämlich auch unter der Spüle, deswegen... raus, okay. Raus ist da drüben. So. Und wo steht der Müll? Hier? Nein.
Okay, hier haben wir einen Lagerschuppen. Dahinter steht keine Mülltonne. Hier vielleicht? Nee. Hier drinnen aber, oder? Ach, jetzt weiß ich, was mit meinem alten Fahrrad passiert ist, damit ich dass ich neues bekomme. Okay. Ach, da hinten.